hier ist der Christian. Heute geht es um Projektmanagement, und zwar im Konkreten geht es um eine Projektmanagement-Software. Ganz kurz, was ist eine Projektmanagement-Software? Ganz einfach, wenn ihr vorhabt, als Unternehmer oder als Unternehmen Projekte zu planen, müsst ihr natürlich vorher einen Plan erstellen und einen Zeitplan erstellen, und das geht einem am besten mit Hilfe von solchen eben Projektmanagement-Software. Und diese Software, was ich euch heute vorstelle, ist eben ePlane 2010. Ich habe mir jetzt die Testversion runtergeladen, und hier sind wir auch schon jetzt auf der Tabellenseite oder auf der Startseite der eigentlichen Arbeitsseite von dieser Software. Ganz kurz, bevor ihr mit dem Programm startet, würde ich jedem empfehlen, hier oben unter Bereich Hilfe eben auf dieses Lernprogramm zu gehen. Wenn ihr dieses Lernprogramm startet, dann kommt ihr auf ein Video-Tutorial und könnt eben verschiedene Videos euch anschauen, wie man eben Projekte anlegt und so weiter, wie man eine Projektstruktur anlegt, und das wird dann eben ganz genau alles erklärt. Also nehmt euch die Zeit, probiert das einfach aus, also ist wirklich zum Empfehlen, eben mit diesen Tutorials zu arbeiten. So, machen wir jetzt wieder ganz zu. Ganz kurz, wie schaut oder wie funktioniert die Software? Grundsätzlich könnt ihr hier unter Datei zum Beispiel ein neues Projekt anlegen. Dann wird eben ein leeres Projekt geöffnet. Das könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, umbenennen. Oder auch so benennen, wie es jetzt ist. In diesem Fall lassen wir das einfach Projekt 1. Und dann den ersten Vorgang. Zum Beispiel bei jedem Projekt ist meistens eine Vorbesprechung notwendig. Können wir jetzt einschreiben, Vorbesprechung. Zum Beispiel, hier werden dann Ziele und so weiter festgelegt. Und dann gibt man einfach den Beginndatum ein. Ja? Einfach Doppelklick, dann wird im Normalfall das aktuelle Datum eingegeben. Kann man irgendein Datum eingeben. Okay. Und dann kann man hier, wenn man möchte, auch noch die Dauer eingeben. So, das ist relativ einfach. Und so funktioniert eigentlich die Planung selbst. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie so ein fertiger Plan ausschaut. Hier gibt es zum Beispiel hier einen fertigen Projektablauf. Das wird einfach eingelesen. Und so würde dann zum Beispiel ein Plan ausschauen. Ganz einfach, die einzelnen Schritte sind hier aufgeführt. Und die einzelnen Abläufe, also die Zeitdauer. Zum Beispiel hier Abteilungen identifizieren, Dauer 4 Tage. Dann ist das hier im Prinzip eingestellt. Ja. Der nächste Iststandermittlung ist mit Dauer von 4 Tagen wieder 4 Tage. Natürlich zeitversetzt zu dem vorhergehenden Vorgang. Hier kann man sich das alles genau durchplanen. Das ist eigentlich im Prinzip auch schon die Funktion der Software selbst. Wie gesagt, schaut euch einfach die Tutorials an und ladet euch vielleicht auch noch die Testversion runter, dann könnt ihr das am besten selbst testen. Wie macht ihr das jetzt am besten? Hier geht ihr einfach auf eine Software-Suchmaschine, und zwar klickt einfach auf euren Internetbrowser und gebt dann softwaregigant.com ein. Das ist eine Software-Suchmaschine, und gebt einfach als Suchbegriff ePlane ein. Software-Suche oder Enter drücken. Und dann findet ihr auch schon diese Software ePlane 2010. Da bekommt ihr dann einige Infos über das Produkt selbst. Und Kundenmeinungen und Rezensionen. Und ihr könnt auch Fragen stellen. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier auch die Demo-Version runterladen, damit ihr das auch selber testen könnt. Von Software Gigant gibt es auch noch ein Offline-Tool, das könnt ihr euch runterladen unter softwaresearchtool.com. Einfach hier auf Free Download klicken, und dann startet auch schon der Download, braucht nochmal speichern und installieren, und dann geht es eigentlich schon los. Ich habe das auch jetzt im Vorfeld schon gemacht. Das ist dieses kleine Software-Tool hier. Genauso wie vorher wieder ePlane eingeben, auf Software-Suche klicken,
Und dann sucht er eben schon wieder nach dieser Software. So, und dann sind wir auch schon wieder auf diesem Software-Suchen-Vergleichsportal. Ja, das war's schon wieder zur Software ePlane 2010. Falls ihr noch Fragen habt, diese könnt ihr stellen unter der oben eingeblendeten Fanpage. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.